Hallo und willkommen zum Minecraft Tyrannis Projekt mit dem lieben Mike. Hi. Ja, Der liebe Mike kann erklären, warum wir das hier jetzt nochmal aufnehmen müssen und warum unsere erste und zweite Folge ein bisschen anders aussieht. Mike? also wir haben eigentlich am Sonntag schönen Modpack-Start hier gehabt. Mit allen drum und dran, dass wir alle hier zusammen waren, mit so ziemlich allen Leuten, die überhaupt im Projekt dabei sind. Und ja, habe ich halt aufgenommen und da habe ich mir gedacht, hey, da mache ich mal schön die Aufnahme. Guck sie mir danach an heute Morgen und ja, was sehe ich? Ist irgendwie am Arsch. Das heißt, die Originalaufnahme ist am Arsch und dafür nehmen wir jetzt mit dem lieben Alex hier, nehmen wir jetzt nochmal die Folge neu auf. Die erste Folge. Und die zweite. Das heißt, wir erklären uns jetzt alles erstmal, was es hier überhaupt gibt, überhaupt beim Projekt. Und ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal hier an. Also das hier war der Unsere Anfangsstart. schöne, ja. Und neben Born. hier der Spawn, die Lobby. So, haben wir dann hier diese Zelle gehabt. Neben haben wir auch nochmal zwei Yep. Zellen mit Force Fields. Also hier können wir Und sogar hier. rein. Ja, oh. Können wir sogar rein. Auf jeden Fall, das Spawn ist hier etwas, auf dieser Seite hier etwas dekorativ gestaltet. Und dann, wenn man dann halt in die Haupthalle reingeht, sieht man dann erst eigentlich das Grundgerüst hier vom Spawn. Genau, und zwar hier der nette Tyrann. Deswegen heißt das Projekt auch Tyrannis, genau. Jetzt etwas, um das Projekt etwas zu erklären. Und zwar, das Projekt heißt Tyrannis, und zwar, wie der Name eigentlich schon sagt, handelt es von einem Tyrann. Und zwar, ein Tyrann beherrschte mal die Welt und ja, jetzt hat er uns in verschiedene Städte aufgeteilt und wir müssen jetzt gucken, dass wir überleben. Das heißt, der Tyrann macht dann auch einmal in der Woche macht er Aufgaben, Challenges bzw. Events, die aus zwei Teilen bestehen werden, sagen wir es mal so. Der eine Teil wird sein, da darf man etwas bauen. Das heißt, der Tyrann überlegt sich was und wir dürfen dann was Schönes bauen, also das bauen, was er sagt. Das heißt, das macht dann jede Stadt so und der Schönste, so gesehen, gewinnt dann was, gewinnt dann Punkte. Und ja, da nicht jeder so gut bauen kann, haben wir, beziehungsweise lieber Tino oder lieber McManus sich gedacht, gleichen wir das doch mal aus. Und dann schaltet es sich so, dass wir einen Teil so haben, dass wir was bauen dürfen. Und der andere Teil gestaltet sich so, dass wir ein PvP-Event machen. Das heißt, es wird einmal in der Woche, das wird Freitag sein, das wird auch immer gestreamt. Das heißt, die Leute kriegen dann am einen Wochenende gesagt, ja, hier so und so. Also, pass auf, Mike, das war jetzt. Also, wir haben ja die Monitore, wo ich ja mal auch hintergegangen bin, und da werden auf den Monitoren werden hier Events draufstehen. Also, die Bauaufträge, die sind halt wöchentlich. Das heißt, in der Woche muss halt jede Stadt dann, was Mike schon erklärt hat, was bauen. So, und dann ist es halt so, dass dann freitags beim Stream von Tino entscheidet dann die Community, also ihr, welche Stadt das schönste gebaut hat und welche Stadt das in der Hinsicht das schlechteste gebaut hat und Hässlich. oder Ganz hässlich. ruhig hässlich sagen. Und darüber gibt es dann halt ein Punktesystem. Aber es ist ja klar, dass halt, man kann halt nicht immer schön bauen. Manche sind dann halt vielleicht auch nicht in den Stil und können, aber technisch sind sie halt super. Haben wir dann halt noch uns überlegt, dass, ich meine, wie war das jetzt so, dass die schlechteste Stadt gegen die beste Stadt dann noch im PvP-Event dann antretet und dann halt sollte die schlechteste Stadt halt gewinnen, als ihre Punkte noch sich aufwerten können und halt die bessere Stadt dann halt noch runter katapultieren können im Punktesystem. Ja. Und es gibt dann immer dann vom Tyrann dann halt für die beste Stadt, sagen wir mal so gesehen, eine Belohnung und dir für die schlechteste von den Punktzahlen her, also die Begriffe immer in Anführungszeichen sehen, gibt es dann eine Bestrafung. Ja. Diese Bestrafung und so aussehen werden, geht noch nicht ganz fest. Es wird aber dann sowas ja eher ja materiell sein, meistens. Und wie wir hier schon sehen können, wir reisen in die andere Welten mit Stargates. Ja, Stargates. Na, da haben wir hier Da ein. steht ja. Okay, also entweder ist jetzt Mike, hat sich jetzt bei mir gemutet. Oder mein Sound ist abgekackt. Aber ich glaube, Mike hat sich gemutet. So, und ich kann jetzt aber nicht auf den Desktop gucken.
Du kannst nicht auf den Desktop gucken. Ah, oder? Hast dich gemutet, Profi? Ja, ich bin mal wieder auf meine schöne Mute. Schon wieder. Ach, Profi! Profi! Ja, also. Profi, ja, genau. Stargate ist halt ein DAD. Hier könnte man halt, wenn jede Stadt hat seine Adresse, kann man das halt anwählen. Wenn Mike halt mal draufstehen würde, könnte ich auch anwählen. Dann kann man es ja eingeben. Kannst du es auch. Wir haben aber ein Computersystem halt gebaut, damit es halt einfacher ist. Ja, entwickelt, gebaut und ich habe dann ein Programm rausgesucht, was ich irgendwann nochmal umschreiben werde. Dann kann man dann hier auf den Computer zugreifen. Hier oben sieht man dann halt das Stargate, was es halt ist, die Adresse. Das jetzige. Da werde ich dann halt auch irgendwann, werde ich das halt umschreiben, dass da nicht die Adresse steht, sondern der Name entweder. Und dann kann man darauf zugreifen und hat man hier ein DAD. Das sind dann halt die ganzen Städte hier. Denn jetzt alle Städte, hier sieht man schon, jetzt ist nur noch Stadt 2 und 5 haben noch keinen Namen und die, alle anderen dann, Namen. Halt dann, sonst, dann werden die Namen halt hier stehen. Man kann dann jetzt hier auch draufschreiben. Wir sind halt Tinker's Island. Man kann den Namen leider nicht komplett dahin schreiben. Drückt man da mal drauf und schon wird das Geld angewählt. Das heißt, Alex stellt sich jetzt mal direkt vors Geld? Nee. Vorführprinzip? Nein, also ich bin jetzt, mir fällt noch ein, ich bin noch im Game-Mode, weil ich vorhin noch was gemacht habe am Spawn. Ja, ja. Ich jetzt raus. Wenn man vor den Vortex, also es sieht man gleich, vielleicht kommt so ein, vom Vortex und Ereignishorizont besser gesagt, wenn man die Serie geguckt hat und wenn man davor steht, ja, dann stirbt man, dann verliert man sein ganzes Inventar. Aber jetzt ist die Welt, jetzt ist das Portal da, also können wir einfach mal durch. Dann gehen wir mal durch und gehen wir mal in unsere Welt. Und dann kommen wir hier so durch, unserer wunderschönen Welt. Es ist nachts. Nachts, genau, ja. Mike hat schon das Gate wieder ausgemacht. Genau, man kann das Gate auch immer schließen halt. Also sie sind halt eine Minute an, aber wir haben halt die kleine Regelung gemacht, sie sollten die Gates auswählen machen, weil wenn halt ein Gate ein anderes angewählt ist, kann halt eine andere Stadt beispielsweise nicht in die Lobby reisen oder zu uns reisen. Ja. Hier sieht man schon, unser Wald, der hier immer frech wegnimmt, wenn wir mal abholzen, haben wir schon einen Fehler gefunden, wo ich mal später nochmal nachgucken muss mit Pixel, mit den guten Jochen, warum, wenn hier Saplings gesetzt werden, irgendwie die Saplings dann unten sind und die Bäume da drüber wachsen. Aber das ist nicht bei allen Bäumen, musst du sie gucken, bei den großen hier zum Beispiel ist es nicht so. Nee, aber ich hab ich war in den anderen Städten schon heute nochmal und hab halt gesehen, dass es da auch war. Also das bei manchen das halt nicht war und bei manchen dazu, da muss man nachgucken. Habt ihr das Schaf geköpft, was ich hier hingepackt habe, damit wir... Ich hab gar nichts gemacht. Hier war ein Schaf drin. Ja. So, also ja, das ist unsere Stadt hier, unsere schöne Stadt. Sagen wir es mal so. Also, Anfang alle, ne? Ja, alle Anfang ist schwer. Wie ihr halt kennt. Und ja, gut. Wir haben Materialien gesammelt. Ich war auch vorhin auf Tour. Oh, ich hab Warst du noch on Tour? Ja, ja. Bevor ich dann zu Mike runtergegangen bin und dann auf einmal Mike, ja, Aufnahme boot. Ja, Aufnahme sehr gut. Ach ja. Ja, aber es passiert den allerbesten auch mal. So, wo ist das? Also ich, sag mal, kann das sein, dass das Schaf unsichtbar ist? Du hörst es nämlich, glaube ich, auch, oder? Ja, aber das ist das da hinten, oder? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich würde dir gerne noch was zeigen, Alex. Weil ja, das habe ich Tino nämlich auch gezeigt. Ja, ich weiß, was du meinst. Das gucken wir uns sofort an. Ich will nur das Schaf eben da holen. Weil ich eigentlich die Schafe nämlich da... Ich habe mir nämlich eins von... Weil wir hier keine Tiere hatten, habe ich mir nämlich eins von... Die mussten alle dran glauben. Ja, deswegen bin ich nämlich dann nach Jochen in die Stadt gegangen und also vom Pixel und Nasi geklaut, und hab dann eins durch Stargate geschleust. Das ist auch gut. Ich hab Jana geholfen, also ich hab den zwei Damen die eingebaut, da hab ich geholfen mit meiner Schnur hier und das eine habe ich dann durch das Gate versucht zu schleusen. Da dachte ich auch so, ah cool, kannst du mit der Schnur bestimmt durchgehen, ne? Ja, nee, ist nicht. Kannst du mal eben kommen, Mike? Immer so schwer mit der Schnur hier. Genau, geh da rein. Was ist da drin? Ja. Guck mal, ich hab was für dich. Ah, Bescheid, wirf mich hier mit Scheiße. Ja, es gibt nämlich noch hier bei uns auf der Insel noch ein kleines Easter Egg, was nennen da. Da hat der vom Tyrann gesandte Leute haben hier nämlich was hingebaut auf unserer Insel. Also wir sind nicht die Erstbewohner hier auf der Insel. Und ja, ich würde mal sagen, das gehen wir uns mal so ganz dezent angucken, Alex. Dann gucken wir uns das mal ganz dezent an. Ja, zufälligerweise habe ich
zufälligerweise, ganz, ganz zufälligerweise habe ich noch einen Waypointer. Müssen wir einmal hier kurz rüber. Großen Berg. Da sieht man schon hier auf der Minimap verseuchtes Gebiet. Ja, verseuchtes Gebiet. Das ist auch richtig schön. So, da ist das verseuchte Gebiet. Alex, Augen zu und durch, einfach runterspringen. Volles Leben, ja. Oh. Oh, die ist eine Kuh, die nehme ich gleich auch mit. Und da sind wir hier am verseuchten Gebiet. Gesundheit, Alex. Danke. Ich kriege Damage. What the fuck? Ja, ich kill das Ding kurz. So. Ah, es tötet mich, es tötet mich. Scheiße. Man merkt, ich spiele in einer komischen Ansicht manchmal, aber so bin ich es gewohnt aus der Alpha. Da haben wir halt. Na gut, lassen wir Mike einfach mal von den. Ich hab's getötet. Töten. Ich hab's bezwungen. Hier ist ja noch eins. Oh nein. Oh nein. Na, du Viecher. Ja, im verseuchten Gebiet ist es so, und zwar, wenn du irgendwo falsch hintrittst, kriegst du nämlich Damage. Ah, Bitte eine lassen. Brücke. Interessant. Oh. Brücke des Todes. Achtung, Brücke nicht betreten. Einsturz gefährdet. Ah. Ich habe nur 2 Herzen. Ich habe kein Schwert dabei. Ich habe nur eine Axt. Da ist tot. Ist aber noch eins. Gut, dann machen wir ihn. Also hier. Brücke des Todes. Achtung, Brücke nicht betreten. Einsturzgefahr. Ich glaube, wir gehen dann einfach mal rüber. Einfach mal drüber. Mut zur Lücke, einfach mal drüber. Wir werden nämlich verfolgt. Hier ist ein kleines Haus. Kleines Häuschen. Hier versteckt im verseuchten Gebiet wohnt einst eine Hexe voller Bösheit und Schrecken. Hat geklaut von alten Servers, Tino dort verloren hatte. Aha. Mhm. Ja, Tino hat leider in der ersten Folge da schon Sachen geklaut, und zwar da stand noch ein Ofen. Oh nein, ich wurde infiziert. Hier stand zum Beispiel noch ein Ofen, den hat Tino schon geklaut. Na super, ey, immer Diebstahl hier. Ja, Tino hat schon alles geklaut. Nee, in der Kiste. Ah, da ist ein Keller, bestimmt ein Keller hier. Oh, hier ist ein Keller. Unerwartet. Ach, Tino ist Vernunft, ja. Ist ja klar gewesen. Da ist was vom alten Server mitgekommen. Die von Tino, die er damals in der ersten Folge, oder beziehungsweise Folge, im Livestream. Im Livestream, vom Infinity Modpack haben wir die ja begraben. Und da findet man die Grabstätte nochmal. Ganz versteckt im dunklen, verseuchten Wald. Kann man hier wieder raus, weil hier man, wenn man hier Damage kriegt. Oh nein. Na gut, dann würde ich jetzt aber sagen, wir beenden jetzt gleich schon mal die Folge. Ja, so also eine kleine nachgestellte Folge. Die nachgestellte Folge hier. Wir holen noch bestimmt einmal ein Schaf, wenn wir das jetzt gleich finden. Da haben wir eins gesehen da unten noch. Hier sind die Kühe, die holen wir gleich. Wo ist das Schaf? Abgesehen auf der anderen Seite haben wir noch ein Schaf. Stimmt hier irgendwo, oder? Ja, ich habe das ja gerade auf der Minimap gesehen. Da ist es, da unten ist es. Dann gehe ich mal mit meinen 2 Herzen, die ich gerade von diesen scheiß verseuchten Dingern habe, wieder zurück. Da ist es. Komm mit, Schaf. Wozu züchtest du eigentlich Schafe? Keine Ahnung. Nein, ich möchte einfach generell mindestens 2 einfach, dass wir schon mal 2 haben. Und ach, kann man Schafe droppen doch mittlerweile auf Fleisch, oder? Richtig, und dann einfach irgendwann, einfach, dass wir dann mäßig Fleisch und Co. einfach, dann haben wir einfach die Tiere schon mal. Jo. Eine gute Idee für den Anfang. Mein Seil ist gerissen, ich bin zu schnell gewesen. Komm her! Das ist doof. Machen wir mal die Tür auf. Guck mal, du kriegst Besuch hier.
Du kriegst Besuch. Du kriegst einen neuen Freund hier. Bitteschön. Tada. Ich hoffe, dass es schafft. Mehrt euch. Ich noch stirb. Na gut, Mike. Dann sagen ja, wir beide. Gut, ich share das jetzt noch schön. So, ja, einmal so und so. War ja wieder mal klar. Na gut, ja. Leute. Aber dann sagen wir mal, bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Ich glaube, wir sehen uns in der nächsten Folge. In Zukunft nehme ich auf und nicht mehr der Mike. Sonst haben wir immer keinen Sound. Haha. Also, ja. Ciao, ciao. Ciao, Leute.